Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum jetzt mein Antlitz euch wieder entgegenstrahlt und nicht etwa wie angekündigt ein Spielvideo auf euch wartet. Ich habe es gestern versucht, Fallout 3 will aber partout nicht aufgenommen werden. Eine ganz schön zickige kleine Diva, das Spiel. Das stürzt so oft ab, das macht echt keine Freude. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, verdammt, was machst du denn dann? Ja, und dann hat Grinding Gear Games mir die Entscheidung abgenommen. Die waren so freundlich und haben fürs Wochenende ein 3-Tages-Event angekündigt. Ich hoffe, ihr habt selber auch mitbekommen. Also, am Wochenende 3 Tage lang Exiles Everywhere, das heißt Spezial-Event. Und ja, das Schöne daran, die 200 Bestplatzierten bekommen einen Beta-Key. Und da ich sowieso gerade nichts Besseres zu tun habe, habe ich mir gedacht, Mensch, ich versuch's einfach mal. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie unter die 200 Besten zu kommen. Vielleicht reicht ja auch irgendwie so 250 oder so, falls noch paar andere innerhalb dieser Top-Liste dann einen Beta-Key schon haben. Dann gibt's nämlich entsprechend für die keinen, sondern rücken welche nach. Ich versuch's jedenfalls. Und ja, das soll der Anlass dieses Videos heute sein. Ich wollte ganz kurz euch mitteilen, was ich denn für einen Charakter spielen möchte. Diesmal habe ich keine konkrete, oder nein, konkret ist die Planung schon, aber keine im Bild keine Planung vorbereitet. Das hat beim letzten Mal ganz schwierig nur geklappt. Irgendwie habe ich kein ordentliches Aufnahmeprogramm für den Desktop. Fraps zickt da ziemlich rum. Ja, und mein Schreibtisch ist zugepflastert mit Listen. Ihr seht's hier, ich habe ein bisschen Theorie-Crafting gemacht. Das sind nebenbei Affix-Tabellen und Suffix-Tabellen, also sprich, was kann also auf Gegenständen drauf sein. Leider, glaube ich, sind die teilweise nicht mehr ganz aktuell, aber es wird schon reichen für die Planung. Ja, was habe ich mir überlegt? Ich wollte einen Charakter spielen, der halt vor allen Dingen möglichst stark gegen einzelne Gegner ist, weil wir ja damit rechnen müssen, dass 20 Exilanten pro Gebiet auf uns warten. Und da sollte also vor allen Dingen Single-Target gefragt sein. Ja, und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was habe ich noch nie gespielt? Wo habe ich mal Bock drauf? Und was ist gerade gegen einzelne Gegner besonders stark? Da bin ich drauf gekommen, ich werde einen Dual-Wield Claw Shadow spielen. Das heißt, 2 Klauen, eine links, eine rechts und dann schön mit Dual-Strike auf den auf die Exilanten einprügeln. Das ist so das Hauptprinzip, auf das der Charakter fußt. Ich habe mir so hier auch listenweise aufgeschrieben, welche Skill-Gems bekomme ich wann, welche brauche ich, welche möchte ich haben und habe halt versucht, aus denen, die ich sowieso als Questbelohnung bekomme, das Bestmögliche rauszuholen, um möglichst wenig tauschen zu müssen. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch ertauschen möchte, ist ein Melee Physical Damage Gem, aber das ist Zukunftsmusik. Ja, wenn das alles so klappt, dann werde ich euch jetzt in den nächsten Tagen mit Videos bombardieren, weil ich, wie gesagt, vorhabe, wirklich richtig Gas zu geben und einige Stunden am Tag zocke und das eigentlich auch alles aufnehmen wollte und ja, mal gucken, wie das dann mit dem Hochladen funktioniert. Ja, vielleicht nur ganz kurz, was so der Plan ist. Also der Hauptangriff soll sein Dual Strike, Melee Physical Damage, Increased Critical Damage und Increased Critical Strikes. Also sprich, Ziel Clown-Schaden, möglichst hohen physischen Schaden, einfach um vom Leech zu profitieren und eine pervers hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das Ganze gepaart mit einer ziemlich guten Crit-Chance und ja, da sollte was machbar sein. Ja, dann habe ich mir als, weil das ist ja nur Single-Target allein, macht's dann auch nicht. Ich habe mir überlegt, dann packe ich das doch so, verpacke ich das Ganze so, dass ich mir noch einen schönen Flächenschaden ausgedacht habe, und zwar Frenzy mit Melee Splash zusammen. Einfach um die Gegner zum einen in der Masse auch im Griff zu haben und vor allen Dingen um Frenzy Charges zu sammeln, um halt noch mehr auf Bewegungs- und vor allen Dingen Angriffsgeschwindigkeit zu gehen. Ja, ich hoffe, das geht auf, der Plan. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, das auch zu probieren. Ich habe jetzt spontan keinen besseren Weg gesehen, um, also ich, vielleicht nochmal ganz kurz, meine Pläne waren halt, vor allen Dingen Charakter zu haben, der sich sehr schnell bewegen kann, einfach um möglichst effektiv grinden zu können. Und halt, wie gesagt, Einzelangriff soll möglichst stark sein. Ja, deswegen kein Zaubercharakter, kein Arc-Charakter. Das war erst mein erster Gedanke.
Ark ist immer, kommt mir immer sofort in den Sinn, wenn es darum geht, möglichst effektiv zu sein. Ark ist da einfach ein Monster. Aber Ark ist halt nicht so wahnsinnig gut gegen einzelne Gegner, sondern eher gegen Gruppen. Ja, und das ist halt jetzt gerade nicht gefragt. Ich persönlich glaube, dass das im Moment wirklich für diesen Anlass ein sehr effektiver Charakter sein kann. Wie gesagt, kann. Planung und Realität sieht dann doch eventuell anders aus. Ja, wie gesagt, ne, vielleicht hat der ein oder andere Lust, das auch zu probieren und mir dann die Erfahrung auch mitzuteilen. Vielleicht können wir auch zusammenspielen. Ist bestimmt auch ganz amüsant und es ist auf jeden Fall einiges geplant und ich hoffe, das wird so lustig, wie ich mir das vorstelle. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch und wir sehen uns in den 3 Tagen. Bis dahin.